Herzlich willkommen bei dieser Folge von Wrestling Fight Night. An meiner Seite wie immer mein Co-Kommentator André Gröbchen. Ja, ich heiße Sie auch diesmal herzlich willkommen und wir steigen gleich ein. Sie haben es gesehen, Hungry Lion verteidigt seinen European Champion Titel gegen Jerry K. Richmond. Und hier die erste unfaire Aktion und ausnahmsweise mal nicht von Jerry K. Richmond, von dem wir es erwartet hätten, sondern vom Europameister. Ja, also der kennt ihn natürlich und kontert gleich mal im Vorhinein mit solchen Aktionen, die normalerweise Jerry K. Richmond sonst immer austeilt. Und ein harter Lock und anscheinend Hungry Lion der Stärkere. Ja, also da dürften sie ebenbürtig sein, vom Gewicht her zumindest, wiegt Richmond glaube ich ein bisschen mehr. Das hat er versteckt hinter seinem Anzug. Ja, aber Hungry Lion hat seine Voodoo-Power und Sie sehen es hier, einfach zu Boden geschleudert. Das stimmt, pure und Kraft. Fast fällt da der Kameramann vom Ring. Schöner Front-Headlock-Deckdown und ein Sleeper holt. Ah, im Seil, der Griff muss gelöst werden. Also und schauen Sie sich das an, Hungry Lion tritt auf Jerry K. Richmond ein. Aber wie schnell Richmond noch einmal sein kann, wenn er will, wenn er sieht, dass er in Bredouille ist. Ja, schöner Takedown hier von Hungry Lion. Und ein Haltegriff, aber wieder, Richmond rettet sich ins Seil. Und brutale Tritte, ja, Hungry Lion ist heute eindeutig nicht zum Spaßen aufgelegt. Und Richmond mit einem schlechten Start ins Match. Aber jetzt kommt er zurück, ein Wristlock, aber eine schöne Befreiung von Hungry Lion. Und Wristlock seinerseits an Jericho Richmond. Hammerlock, Front-Headlock-Ansatz. Und schon wieder ein Front-Headlock-Takedown. Da ist richtig Tempo in dem Match. Jetzt Lion ist motiviert, seinen Gürtel klar und deutlich zu verteidigen. Aber Richmond am Zug, Wristlock-Takedown. Und Lion steht schon wieder. Jetzt steht's unentschieden. Und den Lock abgekattet mit einem Kick und ein DDT schickt Richmond zu Boden, aber kein Cover wäre auch noch das ist verwunderlich überhaupt, der DDT in Aktion, die eigentlich das Match beenden sollte. Und ja, Richmond liegt auch unten, aber ich glaube, da hat Lion zu Recht erkannt, noch wäre es zu früh gewesen. Ja, wer weiß. Aber Lion covert nicht, macht weiter und Richmond kontert. Und ein Body Slam, fast ein Power Slam. Cover, Cover 1. So, das heißt unschlüssig, Referee war auch ein bisschen verwirrt, weil Lion nicht schlüssig gehandelt hat, aber. Ja, und Lion und ein brutaler Chop. Also das Tempo wird rausgenommen vom Hungry Lion, der dominiert das Geschehen, aber da hat er sich zu früh getroffen. Jetzt kommt Richmond zurück und das artet in eine Schlägerei aus. Kicke, dritte, Schläge aufs Ohr. Also versucht sie sich Platz zu schaffen, stoßt Hungry Lion hier weg, aber ja, ohne einen Joke, ne? Es war auf jeden Fall ein Joke, nicht unbedingt ein Slam, aber mit einem Joke zu Boden geschmissen, sagen wir es mal so. Da hat er sich noch weggestoßen. Und jetzt geht er auf das Bein, ein Beinhebel. Da muss er aufpassen, dass Richmond nicht aufgibt. Ja. Aber schön gekontert, sehen Sie diese Beinkraft. Also mich. Und ein Vorarm in den Rücken von Lion. Also beide sind hier irgendwie drunter und drüber in diesem Match. Ja, es geht um den Europameistertitel. Ja, wunderschöner. Und Cover 1. Nur ein One-Count. Das wundert mich, dass Lion da so klar rauskommt. Und jetzt, ja, beide verfolgen nicht wirklich eine Strategie, kommt noch vor. Beide kämpfen darauf los und wollen unbedingt das Match gewinnen für sich. Ein schöner Whip-In und eine Flying Clothesline schickt Lion wieder zu Boden. Wieder ein Cover. 1. So, 1,9. Okay, eine Springing Clothesline. Wieder ein Cover. Ja, zwei Cover hintereinander. Oder drittes Cover. Also das kann ja nicht funktionieren. Das ist einfach nur beleidigend und ein Würgegriff von Richmond. Das ist kein Würgegriff, das ist einfach nur unfair. Ein Würger schaut anders aus, meiner Meinung nach. Ein unfairer Würgegriff. Das ist heute ist mein Co-Kommentator sehr auf pingelig unterwegs, das bin ich ja gar nicht gewohnt. Und eine Watsche. Harte Aktionen hier. Und jetzt das Jokeslam. Unglaublich, also das muss das Ende sein, das war's. Das muss die Team. Ja, warum covert er ihn nicht? Das hätte das Ende sein. Ja, jetzt ein Cover, aber es ist ja kein Cover. Und er bricht es aus. Was macht Lion hier? Also das ist ein Fehler. Na, vor allem, das sind wir von Hungry Lion nicht gewohnt. Ja, also das ist zu übermütig und wieder. Also, welcher Voodoo-Geist reitet ihn da? Ich glaube, er will seinen Gegner zerstören. Er hat vielleicht noch das Match in Erinnerung, damals bei dem Triple Threat Match. Hungry Lion gegen Richmond gegen Martin Payne. Keine Ahnung warum.
Aber ja, irgendwie scheint ihm nicht danach das Match zu beenden. Er will Richmond zerstören. Ja, auf jeden Fall Lion auf dem Weg aufs untere Seil, steigt auch noch aufs obere Seil. Ja, er steigt aufs obere Seil. Was wird er davon machen? Ein Splash. Ein. Und der ist sehr weit daneben das gegangen. Das habe ich befürchtet. Nach dem Chokeslam hätte er das Match zumachen, also den Sack zumachen müssen. Ja, er hat sich zu lange Zeit gelassen. Richmond konnte sich erholen, sah Lion am Seil stehen und brauchte sich daher nur wegzurollen. Und ja, jetzt Cover. Andererseits ein Cover von Richmond. Eins, zwei. Das ist psychologische Das verstehe ich. Es geht um den Europameisterschaft. Ja, hier geht es um psychologische Kriegsführung. Jetzt hat er aber auch gezeigt, auch ich kann das, was ja, du aber das macht das ganz super. Nur, das ist super der Ansatz vom Finisher, glaube ich. Road to Richmond. Perfekt gemacht. Eins, aber zwei, drei. Das ist das. Sieger und neuer amtierender Europameister in der WSA. Jerry K. Richmond. Und das auf eine beeindruckende Art und Weise. Nicht nur, dass er den Champion besiegt, auch das davor, dass er das Cover wirklich abbricht, so wie Lion davor, was wirklich moralischer Beatdown ist. Ja, aber nichtsdestotrotz, es ist um den Europameisterschaftstitel gegangen, es ist gut gegangen. Ich an seiner Stelle hätte sofort gecovert und wäre froh gewesen, diesen Titel zu erringen. Ja, das ist der Unterschied zwischen Ihnen und einem Jerry K. Richmond. Der kann sich sowas leisten anscheinend und wurde belohnt mit dem Titel. Aber Lion steht schon wieder und ist etwas verblüfft und verwundert und bekommt, glaube ich, erst jetzt so richtig mit, dass er den Titel verloren hat. Der Gürtel ist weg. Ja, Jerry K. Richmond, der neue Europameister. Und da zeigt er es nicht umsonst an. Und wir kommen, glaube ich, auch gleich zum nächsten Kampf. Und es geht um die Weltmeisterschaft. Otto Kringer, der amtierende Schwergewichtsweltmeister, muss seinen Titel gegen niemand anderen verteidigen als Ogrim von der Humongous Crew. Und hier sehen Sie es, der Referee hält den Titel in der Hand. Um diesen Titel geht es. Ja, es ist ein Titelkampf. Da muss man auf alles gefasst sein. Das haben wir vorigen Kampf gerade gesehen. Das ist unglaublich. Das ist wieder Mungus Crew. Ja, in Reinkultur. Bei 5 wurde gelöst. Sehr im Rahmen des sehr Erlaubten. Vor 5 gehabt gelöst. Der Schaden ist angerichtet und das da konnte Otto Kringer ausweichen. Otto Kringer, ja, die beiden waren letzten mit Blizzard damals in der Battle Royale. Und jetzt haut er wieder aus dem Ring. Also ja, nur das ist diesmal nicht das Kampfende, denn diesmal muss ein Pin her. Das stimmt. Und es geht um den höchsten Titel. Ogrim muss aufpassen, denn wenn er ausgezählt wird, bleibt der Titel beim Champion. Ja, aus zwei Gründen. Erstens, weil der Titel nicht wechseln kann. Und zweitens, weil der Champion drinnen ist. Genau. Also, Ogrim, ich hoffe, er kann zählen. Ja, er kann es. Er kommt zumindest mal auf den Apron. Ja, hoffentlich kann der Referee zählen, das ist bei unseren Referees immer die Frage. Manchmal wundern wir uns, aber egal, der Kampf geht weiter, die zwei Schwergewichte im Ring. Ja, Ogrim versucht hier. In Masse schenken sie sich, glaube ich, nicht wirklich viel. Ich glaube, Otto Kringer eine Spur schwerer. Kommt doch darauf an, wie viel Bier er gerade getrunken hat. Ja, das ist an und für sich etwas, wo ich immer wieder darauf hinweisen muss. Doping ist in der WSA verboten. Alles klar. Ja. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Otto Kringer bei den Wienern so beliebt ist und bei den Österreichern, weil sie alles Biertrinker sind, anstatt dass sie ins Fitnesscenter gehen. Man sieht, man braucht kein Fitnesscenter, um hier Champion zu sein. Otto Kringer mit purem Willen und der Einstellung. Aber auch mit guter Technik. Ein schöner Takedown und ein Armbar am Boden, das ist ein Aufgabegriff, aber ich glaube, wollte er ins Gesicht greifen, hat er egal, umgegriffen, Wristlock wieder zurück zu einem Armbar und Ogrim rettet sich ins Seil. Rettet er sich ins Seil, also er kommt nicht raus mit Technik oder Kraft, er muss auf Seil, auf die Hilfe des Seils vertrauen. Ja, klug gemacht. Klug, das ist schon ein Zeichen der Schwäche, finde ich. Also da hat Otto Kringer schon sein Revier markiert. Takedown wollte er machen, hat er auch gemacht. Zum Takedown und ein
Side Headlock. Das ist eigentlich ein Cover, aber der Referee schaut nicht wirklich. Der linke die Schulter jetzt ist die rechte Schulter ist jetzt unten. Er greift den Seil, das ist verboten. Er greift nicht den Seil, er stützt sich maximal mit seiner Sohle ab. Wir sind nicht, wir stammen zwar von den Affen ab, aber wir haben keine Griffzehen mehr. Noch dazu, wenn Schuhe angezogen sind. Schauen Sie, und jetzt drehen Sie sich nicht auf. Wieder flüchtet er ins Seil, würde ich mal sagen. Ja. Aber also, er greift nicht ins Seil. Ja, aber er flüchtet. Und das er ist legt seinen Fuß über das Seil. Und du kriegst halt hier schon die Vorteile, finde ich. Das stimmt allerdings. Das verblüfft mich sogar ein wenig. Aber jetzt, Ogrim hat das Momentum ausgenutzt und ein schöner Vorarm, ein zweiter Vorarm auf die Brust des Weltmeisters. Ja, Otto Kring hat mehr Selbstvertrauen bekommen. Und ein Elbow. Es ist ja nett, dass Sie nicht unterbrechen, dass als er den Monster Moves besiegt hat, wo keiner geglaubt hat, dass er es schafft. Und jetzt ist es ein anderer Otto Kringer, wie ich mal glaube. Puh, das habe ich Sie ausreden lassen. Ja, machen Sie das auch weiter. Das wollte ich nur sagen. So, da greift er doch eben. Ein brutaler, wie nennt man diesen Move? Fälschlicherweise. Popo Plancher oder wie? Keine fälschlicherweise Lou Death Press. Meines Wissens ist es aber nicht ganz korrekt, diese Bezeichnung. Ist auch egal, Otto Kringer ist im Vorteil und ein Vorarm. Eigentlich aus dem Elbow, glaube ich. Das war ein Vorarm. Müsste man in der Zeitlupe jetzt nachschauen, mit welchem Körperteil er jetzt genau getroffen hat. Trotzdem, Otto Kringer im Ring, Ogrim draußen, der Champion, ja, hat bewiesen, dass er der Champion ist. Ja, noch ist der Kampf nicht vorbei. Wie wir vorher gesehen haben, so ein Kampf kann sich in Sekundenschnelle drehen. Ogrim nimmt sich die Zeit, um sich eine neue Taktik zu überlegen. Und hier, Otto Kringer auch draußen und jetzt ein kleiner Outside-Brawl. Also der gleiche Fehler wie Blizzard. Lässt sich auf zu viel Zeit und wird überrascht. Und voll gegen den Stahlpfosten. Dieser Schlag war hart. Und ein zweites Mal. Nein, abgeblockt. Noch einmal abgeblockt. Und ein Elbow oder Vorarm. Ein Faustschlag. Die Bierdose steht da gefährlich noch. Um Gottes Willen. Mit dem Kopf voran in den Stahlpfosten. Ja, das war jetzt klug gemacht. Man hat sich reingerollt und wieder raus. Damit der Referee nochmal bei 1 beginnen muss. Und somit hat er mehr Zeit draußen. Und Ogrim richtet weiterhin Schaden an gegen die Absperrung. Da müssen wir aufpassen, dass das Publikum nicht verletzt wird. Und aufpassen, dass Otto Kringer hier überhaupt noch einmal aufstehen kann. Das würde ich mal behaupten. Haben Sie gesehen, wie? Ja, der Rettungswagen fährt hinten schon vorbei. Aber Otto Kringer kommt wieder auf die Beine. Also noch nicht. Noch kommt er nur auf die Knie. Zeigt hier. Und wird das ein Bodyslam? Um Gottes Willen, nein, er trägt ihn nur und mit dem Rücken gegen den Fall. Ja, was kann denn Ogrim dafür, dass irgend so ein Dodel hier einen Ring hingestellt hat? Er wollte ihn einfach zum nächsten Bett tragen, aber es ist ihm halt der Ring in den Weg gekommen. Das ist ihm nicht gelungen, sagen wir so. Der Ring war vorher nicht da. Hat er geglaubt. Wieder hat er das, den Count unterbrochen vom Referee. Ja, klug gemacht. Jetzt ist er klug. Jetzt Ogrim eindeutig in der Oberhand. Jetzt ist er klug. Wenn das Ogrim hört, dann gibt es Probleme hier im Studio. Aber ja, Gott sei Dank ist dieses Studio abgesichert und wir haben eine sehr gute Sicherheitsmannschaft. Außerdem, das ist freier Journalismus. Wir können sagen, was wir denken. Und Ogrim wieder im Ring und ein brutaler Vorarm. Und ein Cover, das war's! 1, 2, fast hätte ich geglaubt, dass wir einen neuen Schwergewichtsweltmeister haben, aber Otto Kringer ist nochmal rausgekommen. Ein brutaler Headbutt. Schöner Headbutt hier. Und jetzt schiebt er ins Seil oder in die Ecke? Nein, ins Seil. Ein Whipping ins Seil und eine gesprungene Clothesline. Die hat brutal ausgesehen und war sie auch. Ja, aber da lässt er sich zu lange Zeit mit dem Cover. Da also könnte er schon lange covern. Und jetzt endlich. 1, 2. Ja, sehen Sie es. Mit letzter Kraft kommt Otto Kringer raus. Hätte Ogrim schneller gecovert, wäre er Weltmeister. Also das zieht sich hier durch alle Matches, dieses langsame Cover. Ja, und haben Sie diesen Bürgergriff gesehen? Ja. Der Referee hat ihn gesehen, jetzt sehen Sie ihn auch, nehme ich mal an. Und wieso er sich da aufregt. Ja, wird angezählt vom Referee, das mag er gar nicht. Aber ist rechtens. Fairer European Uppercut zur Abwechslung, und ein Rückwärtstritt. Also zeigt hier, dass auch hier Hintergründe hat. Und Wristlock Takedown funktioniert versucht ihn, aber ein Au. Das muss wehgetan werden. Genau auf den Trizeps. Und jetzt hat er funktioniert. Ja, so kann man es machen.
gleich ein Legdrop hinterher. Ja, ob Otto Kringer diesen Arm zum Bierstemmen verwenden kann, die nächsten paar Tage, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, diese Sorge hat jetzt mal gar nicht. Er will seinen Titel verteidigen, glaube ich, dass das die wichtigere Priorität ist. Naja, derzeit schaut es nicht so aus, als würde es können. Und schon wieder ein Würgegriff. Im Seil. Mit einem gleichzeitigen, was auch immer. Ja, Referee hat das unterbunden. Und jetzt kommt er zurück. Tritt Vorarm in den Rücken. Und Suplexansatz. Und auch schön gemacht, um Gottes Willen. Mustergültig in die Luft gestemmt und super Aktion von Otto Kringer und Ogim liegt da, als ob. Ja, aber Otto Kringer auch sehr mitgenommen. Mit letzter Kraft schleppt er sich auf Ogim 1. Und das kann er nicht zu befolgen. Bei 2 kommt Ogim raus. Ja, es geht um viel. Es geht um den Weltmeisterschaftsgürtel. Ja. Ich frage mich, ob es überhaupt noch einen Einfluss hat bei der Battle Royale, als sie sich eliminiert haben. Ich glaube nicht. Das ist schon vergessen. Das ist schon von gestern. Und da gibt es einen Splash. In der Ecke. Jeder andere wäre hier umgefallen. Und German Suplex. Hochgezogen. Unglaublich. Das muss das Ende sein. Kann der Ogim nochmal rauskommen? Nein, Sie sehen Nein? das. Ah, da kann er. Aber er kommt wirklich raus. Unwahrscheinlich. Aber er hat es von Anfang an klug gemacht. Bevor er noch gecovert werden konnte, hat er schon den Fuß im Seil sicherheitsseil. Und ein Legdrop. Oh, Legdrop. Hulk Hogan-mäßig gezogen. Also, die Frisur kommt ja auch ungefähr hin. Also jetzt ist das Match an der Kippe. Jetzt dauert es, glaube ich, nicht mal lang. Also Ogrim und auch Otto Kringer zeigen, dass sie viel einstecken können. Und jetzt nehmen sie ein bisschen das Tempo aus dem Kampf. Ein Otto Kringer. Brutaler Haltegriff. Ja, Ogrim kann jetzt einmal gar nichts machen, außer leiden. Ja, das stimmt. Also, Chinlock von Otto Kringer. Ja, es ist ein Aufgabegriff, aber bei dem Nacken, den Ogrim hat, wage ich es zu bezweifeln, dass ihm das gelingt. Er versucht ins Seil zu kommen, aber er schafft es nicht. Otto Kringer hat das gut gesehen und ja, unterbindet diese Aktion von Ogrim. Und jetzt die Frage, wie der aufgeht. Ein Griffwechsel zum Side Headlock. Anscheinend war ihm der vorherige Griff doch zu anstrengend. Der geht auch schön auf die Unterarmmuskulatur. Ja, der Angst, dass Ogrim ins Seil kommt, das war das. Aber nein, er gibt nicht auf und er löst davon alleine. Er sieht, es hat jetzt im Moment keinen Sinn. Und versucht mit Schlägen den am Boden liegenden Gegner zu schwächen. Ja, das gelingt ihm auch relativ gut. Jetzt wartet er auf den richtigen Moment. Ogrim steht auf und eine Running Clothesline, das Aktion. Kann es gewesen sein. Das ist nicht klug, glaube ich jetzt. Ja, er hätte, na, egal, ich glaube, er will dasselbe nochmal tun. Aber wie oft kann das funktionieren? Erwartet er ein zweites Mal, wobei das eher ein Schulterblock war. Ja. Ah, jetzt ist der Fehler, da muss er covern. Ja, keine Ahnung, was ihn da reitet. Ja, ich weiß nicht, er hat einen Plan, er verfolgt ihn. Und er zieht ihn beinhart durch. Und, na, da war der Fehler. Oh, ein schöner Samoan Drop. Wunderschön gekontert. Jetzt liegen beide am Boden. Der Referee zählt beide an. Also so hoffe ich doch, dass das Match nicht endet. 3 4 So, beide liegen noch am Boden. 5 Aber Ogrim, ja, glaubt, der wird es noch schwer. Auch Otto Kling. 6 Kommt er wieder auf die Beine? Na, Ogrim schon auf den Beinen, der Kampf geht weiter, wenn der Referee da noch zählt. Aber egal, der Kampf geht weiter, Ogrim hat den längeren Atem anscheinend. Ein schöner Hit-Toss mit einem Cover, 1, 2. Kampfsportartig, wunderbar gemacht. 2 Count. Da kann Otto Kringer nichts dagegen tun. Nochmal, und dann wieder ein Würger. Ja, das zieht sich durch alle Kämpfe von Ogrim hin. Ja. Aber jetzt hat er den Vorteil auf seiner Seite und jetzt, was wieder jetzt? Aufs Seil? Bei der Masse ist das zerstörerisch. Aufs obere Seil, was macht er? Macht er wirklich was? Und er geht daneben. Ein Elbow-Drop, der fürchterlich daneben geht. Aber wenn der getroffen hätte, wäre das Match vorbei und wir hätten definitiv einen neuen World Champion. Das hätten wir auch beim Kampfhangeleien gegen das Stürzensanger. Ein schöner Splash. Cover 1, 2. Noch kommt er raus. Jetzt hätte ich geglaubt, der Kampf ist vorbei. Nein, nur ein Two-Count. Mit letzter Kraft kommt Otto Kringer, kommt Ogrim da noch raus. Otto Kringer, ja, schon fast verzweifelt, was er jetzt noch machen soll. Noch einmal ein Bodyslam. Gut gemacht. Und ah, er versucht gar nicht. Das kann man ja merken, dass Ogrim noch nicht solidiert ist. Ah, ein neuerlicher Bodyslam.
Also was jetzt? Die dann endgültig zerstören hier. Weiß, das Cover, das er wieder rauskommt. Der zweite Body Slam. Ich meine, dieser Mann. Der hat Kräfte. Und schon wieder. Side-Suplex. Side-Suplex. Gottes Willen. Also das muss das Ende doch sein. Inside. Splash-Ansatz. Splash. Ich glaube, das war's. Eins, zwei, drei. Ja, das war es. Sieger dieses Kampfes und weiterhin amtierender Schwergewichtsweltmeister der WSA, Otto Kringer. Ja, also am Schluss hat er den Sack endgültig zugemacht. Da hat er nicht nur noch einen Bodyslam aufgehört, hat gleich zwei gezeigt, plus ein Side-Suplex und am Schluss der Finishing Move mit dem Big Splash und das war dann zu viel. Ja. Und weiterhin eben World Champion der WSA, Otto Kringer. Jeder andere Gegner wäre wahrscheinlich schon nach dem zweiten Move K.O. gewesen. Und hier sehen Sie es wieder, sein Dopingmittel, ja, solange es nützt. Das ist österreichische Kultur, dafür steht er ein und aufgrund dessen ist er der Fanfavorit Nummer 1 in der WSA, sage ich mal. Und das kann man ja, dürfen, und hier man will. Sahen wir den Verlierer und die Siegerpose des verdienten Gewinners, muss ich zugeben. Und Otto Kringer nach einem harten Kampf gegen Ogrim, Sieger dieses Kampfes. Ja, das war's vom Prater Cup. Ich glaube, wir werden jetzt noch sehen, wie alle Wrestler in den Ring gebeten werden zu einem Gruppenfoto. Diese Zeit nutze ich, um alle Fans darauf hinzuweisen. Bitte, liebe Leute, probiert das eben die Serie nicht zu Hause aus. Diese Techniken müssen hart trainiert werden. Die Fallschule muss sehr lange trainiert werden, damit man sich bei diesen Griffen und Würfen nicht verletzt. Wenn ihr Wrestling lernen wollt, kommt in die WSA, die Wrestling School Austria. Ab dem 6. Lebensjahr kann man dort Wrestling von der Pike auf lernen. Und wie gesagt, alle Wrestler werden jetzt in den Ring gebeten. Humongous ruft sie in den Ring. Ogrim ist schon halb im Ring. Blizzard ist in der Gegend. Otto Kringer ist hier. Ja. Wir lassen sie mit diesen Eindrücken alleine. Bevor wir uns verabschieden, noch ein Hinweis. Nach diesen Eindrücken kommen noch etliche Statements der Wrestler, die an der Champion Fight Night teilnehmen, die am 5. Juni 2010 im Kolpinghaus stattfindet. Es wird der neue Undisputed Wrestling Champion gekrönt. Der Vorverkauf bei Ö-Ticket hat begonnen. Kommen Sie vorbei, sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Karten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Und Sie sehen, der Ring füllt sich. Yusuf ist im Ring, Angel ist im Ring, Martin Payne kommt zum Ring, Hungry Lion, Jericho Richmond ist schon im Ring. Ja, schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Wrestling Fight Night. Okay, alle Wrestler bitte zuerst in dieser Reihe aufstellen für die Fotos. Wir machen alle vier Seiten heute, wir sind brav und fleißig. Hinterträger vorne, das macht mehr Spaß. Und auf die Knie.